Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Willkommen zum ersten Rama Daily Vlog auf unserem Kanal. Was geht ab? Was geht ab? Wir haben gerade 3.40 Uhr und wir machen sauer. Das ist unser Tisch, Freunde. Öff, diese Börek. Auf jeden Fall, der Kehmet ist am Schlafen und wir gehen den mal wecken. Kehmet, sauer. Kehmet ist am Start. Wie geht's? Hör mal auf, Alter. Hallo, sag doch was! Sei mal leise, Junge. Ey, ich brauch Wasser. Tesla. Jetzt komm ich mal ins Spiel hier, ne? Ja, das schon mal leer. Der Arme, Digga. Libanon, Arabische Bemühre. Salam alaikum. Kifek Habibi. Habibi. Ey, was machen? Sakarya, Nevşehir. So, meine lieben Freunde, wir haben unser Sahur gemacht. Wir sind alle satt geworden, Alhamdulillah. Ich muss leise sprechen, weil die anderen schon schlafen. Und ja, ich werde jetzt das Morgengebet beten und dann gehe ich auch schon ins Bett. Und ich weiß, man behält seine Gebete für sich. Aber mit den Aufnahmen, die jetzt kommen werden, möchte ich die jüngeren Zuschauer oder generell unsere Zuschauer jeden einfach dazu motivieren, zu beten. Denn ihr wisst, Leute, wir sind im Monat Ramadan. Wir sollten beten, lasst uns beten und ja. So, Freunde, ich habe jetzt das Morgengebet verrichtet. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit motivieren. Und ja, wir haben 5.25 Uhr. Ich will heute um 10 Uhr aufstehen. Inshallah, wenn ich das schaffe. Mit 4-5 Stunden Schlaf. An dieser Stelle, Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn es morgen geht. Also, wir haben schon morgen, aber wenn wir wieder wach sind. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir sind wach und schon direkt aus dem Haus. Gesagt, getan. Um 10 Uhr waren wir wach und um 10.30 Uhr sind wir jetzt los. Und wir haben einige Sachen zu erledigen. Und ja, was sagst du? Bist du wach? Ja. Kids. Wir sind hier auf jeden Fall, wie ihr seht, in einer etwas anderen Location. Das Wort hat mir gefehlt. Auf jeden Fall bekommen wir gleich ein Auto. Ja, und seid mal gespannt. Ratet schon mal jetzt in den Kommentaren. Ratet jetzt mal in den Kommentaren, was das für ein Fahrzeug ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr krasse Klasse. Ja. In 8 Stunden ist ich da. Nein, ja, 8 Stunden. Ja, und von hier aus geht es für uns erstmal nach Düsseldorf. Und dann ist da noch eine andere Überraschung. Das ist jetzt die erste Überraschung. Ja. Ich glaube, die wissen, dass wir fasten. Weil normalerweise, wenn man sich hier hinsetzt, sie fragen, wollt ihr was trinken und so. Oder die nehmen uns nicht ernst. Er sagt, alles klar, ich so, ja, bei dir. Er so, ja, ich so, ja. So, Freunde, wir laufen jetzt zum Auto. Und in 3, 2, 1. First prediction, impression. Schön. Ja. Mercedes S350 Diesel in der langen Version, AMG-Paket, die geile Felgen, schwarz und ja. Und das ist das Innenraum, Freunde. Kehmet am Steuer, seine graue Sitze mit Panorama-Schiebedach. Ja, das kommt. Das sieht geil aus, Alter. Aber nur die Farbe ist geil, ja. Mal was anderes, Bruder. Wir haben hier AMG-Teppich, Mercedes-Benz. Bruder, guck mal, ne? Wie sagt er so, okay, S-Klasse, ne? Nichts Besonderes mehr hat jeder und bla bla bla. Aber Bruder, gebt ihr das mal. Leute, gebt euch mal Rückbank. Bruder, was ist das? Einfach Schiff. Ey, probierst du das gleich aus? Soll ich? Ja, wenn der sitzt hinten. Ich sitz, Bruder, natürlich, Bruder, ich setz mich einfach hinten. Bismillah. So. Ich verbinde mal mein Handy, ja? Wow, Alter. Aha, lan. Aha. Abi, ne oluyor lan? Ey, ich fahr schon mal los, ne? Tamam, Bismillahirrahmanirrahim diyelim, yola çıkalım. Leute, auf jeden Fall. Yes. Irgendwie wird das jetzt zum Bett.
Okay. Bu kadar mı lan? Ich will das Ding hier rausholen, ja? Wie geht das? Ah, Leute! Ich liege hier einfach in einer S-Klasse, Bruder. Freunde, Bett geworden. Wallah, Bett geworden. Mashallah, lan. Bruder, wie gibt ihr das mal? Alter, bis 5 Meter vorne. Ey, das ist geil, ne? Ey, das ist unnormal geil. Ey, grau sieht geil aus, ja? Bruder, du musst jetzt mal von der Kamera geben. Leute, bewertet mal das Auto von 1 bis 10. In den Kommentaren, jetzt sofort. Auf jeden Fall, Freunde, geht's Richtung Düsseldorf Flughafen. First Impression, Fahrverhalten finde ich ganz in Ordnung. Also ehrlich, Bodenwelle, Huckel, Gullis, überfährt er gut. Ansonsten, die Sitze, vor allem im Fahrersitz, sehr, sehr gemütlich gerade. Ja, den Sanky, ich sitze auf einer Wolke, muss ich ehrlich zugeben. Ansonsten, drücken konnte ich ihn noch nicht. Aber hey, ich glaube, der hat so ein bisschen Leistung drauf. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt am Düsseldorfer Flughafen. Geschäftlich. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist die Überraschung dick fett. Aber wenn es Komplikationen gibt, dann ist scheiße. Guck mal, ne? Wir haben gar nicht über das Eigentliche geredet. Wie läuft das Fasten? Bis jetzt sehr gut. Also ich habe überhaupt... Ich habe mies Hunger. Das war mies Mundgeruch. So, liebe Freunde, wir gehen jetzt zurück zum Auto und dann fahren wir erstmal saftig, kraftig nach Hause. Erstmal frühstücken. Ich dachte schon, alles. Haben wir was von Überraschung erzählt? Vergiss, hat nicht geklappt, scheiß drauf. Ja, der ist auch nice, ne? Neue Sinn, ne? So, Freunde, POV, ihr fährt S-Klasse. Komm, mir gefällt am meisten dieser Stern da vorne, Mann. Du kannst sagen, was du willst, das sieht geil aus. Und, Bruder, das sieht schon nice aus, Mann, optisch. Du siehst aus wie ein Kleinwüchsiger, der eine S-Klasse fährt. Nimmst du auf? Ja. Guck, ich zeig euch einfach jetzt Familien-Content. Hier. Familien-Content geworden. Ja, hör auf. So, komm, wir gehen jetzt Iftar machen. Was? Wie? Wir gehen jetzt Iftar machen. Wir haben den ein bisschen kleiner Räume mit dem. Aha. Okay, was schaffen wir? Wie spät haben wir? Sag was. Ja, Girase mal. Wie soll ich hier jetzt ein Viererplatz-Auto nach Frankfurt? Ja, Murat kommt auf Schoß. Oder von? Murat, ne? Vor allem, wer Murat auf seinen Schoß nimmt, der oder, kann oder, drei Wochen nicht laufen. Ah, ne. Ich sag mal so, ey, Alter. Wie geht's? Effendi. Ich sag mal so, oder ich geh auf Murats Schoß am besten. Annat. Erzähl. So, Freunde. Erstmal kurz reingehen, ne? Mercedes S-Klasse. Das Auto ist sehr gut. Mit denen einmal Türkei fahren, würde bocken, hör mal. Mit dem einmal Türkei fahren. Das würde wie. Alalim, die haben ich gesagt, du lass einen holen. Ja, der sagt oder so, als würden wir das so hier. Alalim, ja, sonst wir eins, ne? Ich muss den 97 auch mal einmal Probe fahren. Oh, Pasham, wie geht's? Digga, ich chille mein Leben, Digga. Chill mal dein Leben. Digga. Das ist mein bester Lieblings. Platz. Nein, Lied. Chill mal dein Leben. Du ja, weißt doch, ne? Chill mal dein Leben! Chill mal dein Leben! Guck mal, ich fass dich zum Beispiel rein. Ja, der arme Digga, bevor ich da jetzt reingehe. Bruder, ich hab Angst, Alter, bei dir hab ich. Hör auf. Ey, Wallah, hör auf. Ander, hör auf. Check it out. Nein, andere Knopf. Ja, ne, bist du was machst? Ah! Ander, na, schön. Hast du Hunger? Haben wir noch knapp 20, 25 Minuten. Das ist der Iftar Sofrasi. Und das ist der Pilaf. Du hast diese Pilaf. Falls ihr euch fragt, wo der Kjellper ist, der ist gerade am Sneaken und Schlafen. Alper. Alper. İftar oldu, kalk. Yes. He? Yes. İftar oldu. Yes. Nein. 20 dakika sonra. Aber steh auf. Hadi. Hadi kalk. Hadi gel. İftar oldu. Tamam. Tamam. Olmuş.
Olur mu? Ya. İftartu. İftartu. İyi hadi Allah kabul etsin. O zaman yine cevizli hurmayla başlıyoruz. Emo billahi mineşşeytanirracim. Çorba tabağı alabilir miyim? Freunde, wir sehen uns nach iftar. Tabağı üstteki sadece. İnşallah nimmt Allah unser Fastenan. Gelab istan. So, liebe Freunde, wir haben unser Iftar gemacht. Wir essen jetzt so ein bisschen Baklava. Das war's auch mit dem Ramadeli-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Kommentiert gerne. Und teilt das Video mit euren Freunden, Freunde. Und an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Vlog. Ciao.